Ja, meine Damen und Herren, 13. Spieltag der 3. Liga. Der 1. FC Magdeburg trifft am Samstag im Auswärtsspiel auf den SSV Jahn Regensburg. Der Liga Neuling empfängt Blau-Weiß um 14 Uhr in der Kontinentalarena. Wie der SSV Jahn mitteilte, rechnet der Gastgeber etwa mit 6.000 bis 7.000 Zuschauern. Ist das störend? Das ist ja unmöglich. Ja, vielleicht erstmal herzlich willkommen, Trainer Jens Hertel an meiner Seite und Neuzugang Florian Kahn. Jens Hertel, schauen wir vielleicht erstmal wieder auf unseren Kader, wie ist die Trainingswoche verlaufen und wir haben einen Blick auf Samstag, wer wird auf jeden Fall ausfallen? Fangen wir bei letzterem an, also Gerhard Müller und Manuel Farona-Polito haben aus dem Spiel gegen Chemnitz schon ein paar Einschläge mit einstecken müssen. Also sind aktuell nicht im Training, also haben beide einen Schlag gekriegt. Gerhard so im Oberschenkelbereich und bei Manuel in der Wade. Haben wir eigentlich gedacht, dass es ein bisschen schneller geht, aber es scheint dann doch irgendwo etwas hartnäckiger zu sein. Müssen wir mal schauen, was die MRT-Bilder bei Manuel sagen und müssen dann weiter entscheiden, ab wann er wieder dann einsteigen kann ins Training und wieder voll zur Verfügung steht. Trainingswoche war ordentlich. Im ersten Schwerpunkt gut oder bis sehr gut. Im zweiten, gestern waren wir nicht ganz so fokussiert, wie wir das vielleicht sein müssten, aber das ist jetzt auch nicht ganz unnormal, dass es halt auch mal einen Trainingstag gibt, wo nicht alle so bei 100% sind. Heute nochmal ein Schwerpunkt und dann werden wir schauen, wie wir die Sache in Regensburg angehen werden. Ja, in Regensburg unter Leitung von Trainer Heiko Herrlich sind wir gut gestartet in die Saison, sind jetzt so mittendrin in der Liga mit 17 Zählern, ein Punkt vor uns. Ja, was gibt es aus Ihrer Sicht da zu beachten für Samstag? Naja, Regensburg ist, denke ich, nicht ein ganz normaler Aufsteiger. Es ist eine richtig solide Drittligamannschaft. Es ist eine Mannschaft, die es als Erste geschafft hat, nach dem Abstieg direkt auch wieder aufzusteigen. Viele Spieler mit viel Erfahrung in der ersten, zweiten und eben dritten Liga. Durch die Bank ist das eben keine Mannschaft, die typische Regionalligamannschaft wäre. Sie haben ein neues Stadion, damit ist die Atmosphäre in Regensburg natürlich auch besser wie vorher in dem alten Stadion. Und sie sind gut gestartet, sie haben dann halt eine Phase gehabt, wo sie ein bisschen auch gehangen haben, haben das dann gerade nach der deutlichen Niederlage in Zwickau dann den Hebel umgelegt, haben aber jetzt zuletzt eben auch zwei Spiele wie wir am Stück verloren und werden alles daran tun dafür tun, um dieses Spiel gegen uns zu gewinnen. Und wir müssen da hinfahren und müssen natürlich auch zusehen, dass wir den Trend schleunigst wieder brechen. Und von der Seite her wird das ein interessantes Spiel werden. Danke. Flo, herzlich willkommen an unserer Seite. Ein weiterer Neuzugang hier bei uns in der PK. Es ist dein erster großer Wechsel gewesen von Freiburg hierher zu uns. Die Mikrofon von Freiburg hierher zu uns. Ja, wie hast du denn das so verkraftet, verarbeitet? Ich glaube, das ist ja doch ein großer Karrieresprung auch. Ja, das ist richtig. Das war mein erster großer Wechsel. Vielleicht zuerst mal hier privat. Also ich bin hier super aufgenommen worden. Ich hatte wenig Vorstellungen von der Stadt, weil ich noch nie hier war. Ist ja auch nicht der nächste Weg von mir aus. Aber ich bin durchweg positiv überrascht. Und ja, ich habe jetzt wenig Negatives zu berichten, außer dass es vielleicht keine Innenstadt gibt, so richtig, wie es in Freiburg gewohnt ist. Aber sportlich ist es für mich zuerst gut losgegangen mit der Startelf-Aufstellung gegen Köln. Dann ist es sicherlich aus meiner Sicht nicht so gelaufen, nicht so glücklich gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber im Fußball kann es sehr schnell wieder anders werden. Ich trainiere und mache alles dafür, dass ich zeigen kann, dass es auch besser geht, als ich es schon gezeigt habe hier. Kommen wir gleich an die Anschlussfrage. Welche Ziele verfolgst du natürlich auch mit diesem Wechsel und auch mit dem FCM? Zum Teil menschliche und sportliche Ziele. Ich bin jetzt 22. Ich sehe mich weder menschlich noch sportlich als zum Ende entwickelt. Und die Entwicklung will ich natürlich vorantreiben. Und dafür gebe ich jede Woche Gas und werfe alles rein, dass wir hier auch mit der Mannschaft unsere Ziele erreichen können. Dankeschön. Ja, dann kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Pressevertreter. Vielleicht die Anschlussfrage, Entwicklung vorantreiben ist sehr allgemein. Was hast du dir denn so vor? Ja, da haben wir Bundesliga, zweite Liga.
Ja, also zunächst mal hat man ja als Fußballer viele persönliche Baustellen. Ich bin nicht in so einem Leistungszentrum gewesen, wie jetzt viele Kollegen, mit denen ich in Freiburg zusammengespielt habe, und habe viele Defizite, die ich bei mir entdeckt habe, das jetzt im körperlichen Bereich oder im taktisch-technischen Bereich so. Ja, hat man einfach viele Baustellen, die jeder für sich selber hat, und an denen möchte man arbeiten. Und wo es dann mal hingeht, ist für mich jetzt momentan noch ein bisschen weit weg. Ich versuche mich jetzt hier in dem Jahr erstmal so gut zu präsentieren, wie es geht. Und was dann weiter folgt, wird man sehen. Da habe ich jetzt gerade noch wenig Gedanken dran. Herr Behrendt. Florian, das war ja ein Lattenkracher. Ist das möglich, dass bei dieser Schussgewalt aus dieser Entfernung, dass das dann noch öfter auftreten könnte, demnächst, da wir ja im Sturm doch immer daran interessiert sind, dass dort Tore geschossen werden? Also ich kann jetzt nicht garantieren, dass er jedes Mal an die Latte geht und nichts, und sollte er reingehen. Das kann ich nicht. Aber natürlich, wenn ich den Ball habe und weit vorne spiele und das Tor sehe und einen Weg sehe, den Ball da reinzuschießen, dann als Offensivspieler schießt man dann auch mal, wenn man natürlich Tore schießen will. Aber wenn ich jetzt in der Situation jemanden gesehen hätte, der völlig frei steht, hätte ich ihn auch quer gespielt. So ist es nicht. Aber ja, klar, wenn man vorne spielt, möchte man Tore schießen. Und das geht nur, indem man aufs Tor schießt. Ja. Was sagt denn Ihr Trainer zu Ihren technischen Fähigkeiten? Man muss das Mikrofon weitergeben, das kann ich gar nicht. Ja. Ich meine, das ist ja nicht unwichtig jetzt. Ja, Florian hat es schon selber ein Stückchen beantwortet. Ist ein Instinktfußballer. Also ich denke, er macht viele Dinge, da denkt er nicht groß drüber nach, und das sieht gut aus. Da ist er, hat er auch Tempo mit Ball. Ich glaube, das ist nicht viel langsamer, als wenn er ohne Ball läuft. Das ist schon mal eine hohe Qualität. Dann die richtige Lösung im richtigen Moment zu finden, damit haben wir alle, liegen wir nicht bei 100%. Das ist halt ein Weg, den wir noch gehen müssen und den auch Flo gehen muss. Aber er bringt natürlich von der Grundvoraussetzung her da schon eine Menge mit, weil man diese Dinge, gerade offensives 1-1 zu lösen im Dribbling, das kann man jetzt nicht mehr lernen. Entweder man kann das mit 12, 13 Jahren, oder es wird dann schwierig, sagen wir, hinten raus dann so ein Individualist zu werden, der dann in der Lage ist. Und das sieht man eben, dass er ja eigentlich noch ein richtiger Straßenfußballer ist, der das eben so, das wird ihm kicken. Und jetzt geht es darum, das in eine richtige Form zu gießen, das dann so in die Mannschaft einzubringen, dass es nützlich ist. Zu viel dribbeln, zu lange am Ball ist natürlich, je höher ich komme, umso schwieriger. Ne? Dann ist die Kugel weg. Ja. Und ganz hohem Niveau haben wir es ja gestern gesehen im Fernsehen. Dann ist es dann noch schön schwierig. Ja. Und wenn so ein Sanchez dann natürlich immer 5-6 Kontakte braucht, dann ist es schwierig, dann in so einer Mannschaft wie bei Bayern München zu spielen. Und bei uns ist es sicherlich ein bisschen anders, aber jeder muss sich dann natürlich einbringen in den Kontext der Mannschaft. Und da ist Flo auf einem guten Weg, er ist lernwillig. Er ist bereit, dann die Dinge eben anzunehmen, deswegen ist er hierher gekommen. Und wir wollen ihn dann natürlich unterstützen, aber das gehören immer zwei Seiten dazu. Einmal, klar, von unserer Seite die Chance zu kriegen, und B, wenn man die Chance kriegt, sie dann eben auch zu nutzen und zu zeigen, dass man eben dann da ist und eine Verstärkung für diese Mannschaft ist. Danke für die Ausführlichkeit. Gut, Herr Hartl, gleich anknüpfen. Wo sehen Sie ihn denn am liebsten oder am effektivsten für Ihr Team? Als zweite Spitze, als Außen oder hinter den der Spitze? Oder ist er so allround, dass er alles kann? Naja, ich denke, dass er schon im Offensivbereich besser aufgehoben ist. Ja, dann ist auch mal, wenn man mal einen taktischen Fehler macht, wird es dann nicht so bitter bestraft, dass man dann eben vielleicht direkt ein Gegentor bekommt. Dann, als Verteidiger ist es dann schon immer ein bisschen schwierig. Da muss man dann schon sehr diszipliniert und relativ fehlerfrei spielen, was das taktische Verhalten betrifft. Vorne kann man da schon mal einen Fehler machen, der dann eben nicht so bestraft wird. Und ich denke, in dem Bereich hat er schon seine Stärken. Ob das jetzt als zweite Spitze ist oder als Außen, ich denke, dass gerade wenn man dann so, ja, so instinktiv spielt, ist es vielleicht ganz gut, ihn nicht direkt festzulegen auf eine Position, sondern um zu gucken, auch auf dem Spielfeld, wo ergeben sich Räume, wo gibt es Möglichkeiten, da reinzustoßen, sich zu zeigen, dann eben auch weiterzuspielen. Und das ist, glaube ich, so eine Stärke und dann auch eine gewisse Unberechenbarkeit von Gegnern. Michael Nowak. Ja, auch noch eine Frage an den Trainer, geht auch um Florian.
Sitzt er heute hier, weil niemand anders wollte von den Spielern? Oder ist das ein Hinweis darauf, dass er nach seiner Einwechslung vielleicht auch jetzt im Auswärtsspiel in Regensburg eine Chance vielleicht sogar von Anfang an verdient hat? Ja, die erste Frage kann ich nicht beantworten, die muss ich an Norm Seidler weitergeben, weil der legt fest, wer neben mir hier bei der Pressekonferenz vom Spieltag präsent ist und nicht dort. Ja, wir möchten Ihnen natürlich auch was anbieten. Du bist Hensier. Und ich freue mich auch, dass Sie jedes Mal hier sind. Hat er eine Chance am Wochenende, vielleicht mal von Anfang an zu spielen, nach der Einwechslung? Fakt ist, dass er da schon eine ordentliche Bewerbung abgegeben hat nach seiner Einwechslung. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir werden heute nochmal mit dem taktischen Schwerpunkt auch trainieren. Dann werden wir auf ein paar verschiedene Optionen durchspielen. Und dann müssen wir uns natürlich dann spätestens morgen nach dem Abschlusstraining irgendwann dann entscheiden, wie wir das machen. Aber er hat definitiv natürlich eine Chance, zumal jetzt Manu und Gerhard Müller, zwei offensichtlich Spieler, natürlich jetzt noch ausfallen, da auch vielleicht zu stoppen in Regensburg. Herr Juschus, erstmal bitte. Sie haben ihn ja gelobt, auch er selber hat schon einige Defizite angesprochen, die er bei sich selber noch sieht. Ist Ihnen die Entwicklung, die er hier in Magdeburg gemacht hat, dann bisher schnell genug? Der Mario Kalnick hat ja heute beim Kollegen der Bild die Neuzugänge auch in so zwei Gruppen eingeteilt und ihn eher in die Gruppe, die nicht funktioniert. Also wie werten Sie das hier nach knapp drei Monaten speziell auf Ihrem Leben an? Na, ich bin da nicht so schnell mit meinem Urteil. Da sollte man schon noch ein bisschen abwarten. Es ist ja sehr differenziert. Der eine hat Probleme gehabt, auch während der Vorbereitung, jetzt auch in dieser mit Verletzungen zu tun gehabt, mit muskulären Problemen, so wie jetzt eben auch bei Gerhard Müller, der ja nach dem Münsterspiel, wo er auch richtig gut gespielt hat, dann natürlich verletzt ausgefallen ist, jetzt wieder gespielt hat, zweimal, dann jetzt wieder verletzt ist, dann ist es natürlich dann auch schwierig, eine gewisse Kontinuität reinzubekommen. Ist auch von Trainer dann immer nicht ganz so einfach, wenn jemand ausfällt. So ähnlich war es eben doch bei Flo, der ist halt immer mal ausgefallen mit Verletzungen, mit anderen Wehwehchen, wo man dann jetzt auch, wo es dann ein bisschen schwierig war. Ja. Aber im Moment ist er relativ stabil im Training auch und nimmt das, denke ich, mal so ein Stückchen an, das, was wir so an Input mitgeben und auch an Trainingsintensität und dann muss man sich dann irgendwo auch als neuer Spieler dann mal rausrabbeln aus so einem Loch und dann kann man dann zünden. Ich würde da also jetzt noch niemanden so direkt abschreiben, sondern das ist halt auch nicht ganz immer so einfach. Und jetzt ist die Situation ja für mich auch nicht einfach, ja, nachdem man wieder zweimal verloren hat am Stück, da jetzt große Experimente zu machen und auf Dinge zu vertrauen, wo man eben selber nicht so richtig weiß, funktionieren die oder funktionieren die nicht. Kurze Frage mit Mikrofon an Florian. Was erwartest du denn jetzt vom nächsten Spiel und wie hast du das Gefühl, wie sieht die Mannschaft das nächste Spiel gegen Regensburg? Also ich glaube, dass wir genau da weitermachen sollten, wo wir aufgehört haben. Jetzt im letzten Spiel, unabhängig vom Ergebnis, war die zweite Halbzeit wirklich gut. Wir haben uns einige Chancen rausgespielt. Ich denke, dass wir auf uns gucken sollten, dass wir wieder das Spiel auf den Platz kriegen, was wir uns vornehmen und was uns stark macht und weniger groß jetzt auf den Gegner schauen. Und dann glaube ich, dass wir auch ein ordentliches Ergebnis erzielen werden. Alles klar, danke. Florian, wenn Sie heute lesen, Mario Kalnick sagt, Sie haben noch nichts gezeigt, fühlen Sie sich denn heute hier, wenn Sie hier sitzen müssen, ein Stück weit vorgeführt oder sagen Sie, dem zeige ich es jetzt erst recht? Nee, also vorgeführt nicht. Ich habe ja selber zu mir gesagt vorhin, so ehrlich bin ich ja auch, dass ich mit den Leistungen, die ich zu Beginn der Saison gezeigt habe, nicht zufrieden war. Aber man hat als Fußballer jede Woche die Chance, das ist ja das Schöne dran, zu zeigen, dass es besser geht. Es geht nur 7 Tage, bis das nächste Spiel kommt oder 1 Tag, bis die nächste Trainingseinheit kommt. Und nicht wie einem, der, ja, keine Ahnung, bei Olympia alle 4 Jahre antreten kann und wenn er in dem Moment nicht da ist, dann hat er 4 Jahre Zeit, darüber nachzudenken und hat dann erst wieder die Chance. Ich habe jeden Tag die Chance, im Training zu zeigen, was ich kann, mich dem Trainer anzubieten. Und genau den Weg werde ich weitergehen. Mehr habe ich dazu eigentlich. Herr Novak erstmal? Ja, noch eine Frage an den Trainer. Unter der Woche hat ja Herr Puttkammer bei uns im Blatt gesagt, dass er mit der Situation, in der er im Moment beim FCM ist, sehr unzufrieden ist und dass er sich nicht erklären kann,
und er nach Gründen sucht, warum er im Moment nicht stattfindet. Er hat anscheinend noch keine Antwort. Können Sie eine darauf geben? Naja, ich denke, das ist jetzt hier nicht an der Tagesordnung, ist in der Pressekonferenz vor dem Spiel, jetzt hier einzelne Personalien, Unzufriedenheit von einzelnen Spielern zu bewerten oder zu benennen. Also Fakt ist, der hat seine Chance auch gekriegt, hat gespielt und hat es dann ja, nicht optimal genutzt, denke ich. Und da jetzt große Ausführungen zu machen, Steffen Puttkamer gehört zur Mannschaft, hat immer eine gute Rolle gespielt in den letzten Jahren, aber es ist halt, jedes Jahr ist anders, jede Situation ist anders und der muss er sich stellen und das ist Fakt und alles andere, was dann daraus folgt, das werden wir sehen. Rudi Bartelt. Vielleicht nochmal an Florian, gerade eine Frage. Ihr Status, hat sich da seitdem Sie hierher gekommen sind geändert? Also Freiburg ein Jahr, sind Sie in Kontakt mit Freiburg jetzt noch oder ist ruht das erstmal? Also, oder wie sind Ihre persönlichen Vorstellungen? Wir hatten vorher auch einen Leihspieler, bei dem von vornherein feststand, dass er weggeht. Bei Ihnen auch oder ist das noch in der Schwebe? Also rein vom Papier her sieht es so aus, dass ich ein Jahr ausgeliehen bin. Aber in dem Jahr kann viel passieren und Sie wissen ja mittlerweile im Fußball, wie das ist, wie schnell das hin und her gehen kann. Ich stehe nicht jeden Tag in Kontakt. Die in Freiburg haben sicher auch andere Baustellen, an denen sie arbeiten jede Woche. Das ist auch nicht jetzt mein Wille, dass ich jetzt hier jeden Tag Bericht erstatte, wie es mir geht und wie es hier läuft. Ich denke, da wird zu gegebenem Zeitpunkt sich in Kontakt gesetzt und das reicht dann auch. Also die werden mit Sicherheit schauen, was ich hier mache, auch nachfragen, ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag mit Freiburg in Kontakt stehe. Das möchte ich aber auch nicht. Also nee, das war auch so vielleicht ein bisschen übertrieben von mir. Ich frage nur, ob Sie sich auch vorstellen könnten, wenn es denn hier zu bleiben, ob das eine Überlegung jetzt schon ist nach 3 Monaten oder Sie sagen, nee, erstmal gucken. Ja, ich bin jetzt gerade mal so richtig hier angekommen, möchte jetzt hier erstmal mit Leistung überzeugen. Vielleicht wollen wir mich ja gar nicht behalten nach dem Jahr, das weiß ich ja gar nicht. Deswegen ist das alles noch viel zu weit weg und da unterhalte ich mich dann mit Ihnen gerne nochmal im Sommer drüber. Okay, danke. Weitere Fragen, Herr Juschus. Herr Hertel, Sie hatten in so einem Nebensatz eben gesagt, es sei jetzt keine Zeit für Experimente. Können Sie das nochmal so ein bisschen ausführen? Sie haben ja letzte Woche doch Ihre Mannschaft größer umgebaut als in den Spielen zuvor. Haben Sie daraus irgendwas gelernt? Leiten Sie daraus irgendwas ab? Was bedeutet das für die nächsten Spiele? Ja, man sieht dann schon, dass wir an defensiver Stabilität in dem Spiel gegen Chemnitz auch aufgrund der Umstellung sicherlich ein Stückchen gelitten haben. Das gilt es natürlich schon für mich dann zu registrieren und dementsprechend auch anzupassen. Aber klar, es wäre natürlich eine Leistung bringt und im Training Gas gibt, der wird immer auch eine Chance kriegen. Das ist dann kein Experiment, ja, aber da jetzt irgendwo von Anfang an jemanden spielen zu lassen, der bis jetzt eben ganz, ganz wenig Spielzeit hatte, ist, denke ich, vielleicht im Moment noch nicht an der Tagesordnung. Es sei denn, es passieren im Training unvorhergesehene Dinge. Herr Behrens. Herr Erdl, haben Sie vor der zweiten Halbzeit zur Spieleröffnung zusätzlich noch was gesagt? Ich habe festgestellt, dass Glinka mehr zugeworfen hat, schneller zugeworfen hat und nicht, wie ich hier aufgeschrieben habe, 5-mal hintereinander, weit hoch, obwohl noch kein Stürmer, so außer Beck eventuell, in Reichweite war. Beziehungsweise der Ball wurde sehr deutlich flach mit Doppelpass gespielt und demzufolge fand ich jedenfalls, dass das sehr effektiv war. Haben Sie in der Hinsicht zur Spieleröffnung speziell noch etwas gesagt in der Halbzeit? Ich habe eigentlich eine ganz andere Wahrnehmung gehabt als Sie. Ja. Also ich fand, dass wir es gerade in der ersten Halbzeit probiert haben, Dinge flach und spielerisch zu lösen, die dann nicht funktioniert haben. Ja. Da habe ich auch in der Videoanalyse ganz paar Ballverluste gesehen, die wir dann unnötig gemacht haben, wo wir dann uns selber in die Bredouille gebracht haben. Und ich fand, dass wir es schon in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht haben, ohne dass wir jetzt jeden Ball lang geschlagen haben, aber dass wir schon auch dann auf unsere Stärken mehr geschaut haben und das ein Stückchen einfacher gehalten haben, aber viel, viel konsequenter gespielt haben, als wir das in der ersten Halbzeit getan haben. Und dann kamen natürlich auch die Chancen. Dann haben wir auch zweite Bälle gewonnen, was in der ersten Halbzeit nicht so gut war. Und dann sieht man, dass wir dann uns in so ein Spiel dann auch reinbeißen können, dass dann auch für jede Mannschaft
für eine gute Mannschaft wie Chemnitz dann eben schwer ist, dann sag ich mal, alles zu verteidigen. Ja, da haben wir schon noch eine Menge Möglichkeiten kreiert und daran gilt es natürlich jetzt festzuhalten. Ohne dass wir jetzt nur lange Bälle spielen wollen, aber es ist halt ein gutes Mittel und das werden wir weiter einsetzen. Danke. Gibt es noch Fragen mit Blick auf Regensburg? Da dies nicht der Fall ist, schließen wir an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Eine Nachfrage, die bezieht sich nicht direkt auf Regensburg, sondern zu Ihren Ausführungen, gerade auch zur Spielphilosophie, lange Bälle, zweite Bälle, gutes Mittel. Da gibt es ja auch immer Leute, die murren und die dann sagen, naja, da gibt es keine spielerische Entwicklung im FCM im zweiten Jahr. Was halten Sie denn denen entgegen? Das Ergebnis eben dann am Ende doch alles? Am Ende, bei uns ist das Ergebnis alles. Und auch diese Mannschaften, die sich spielerisch lösen wollen, werden dieses Mittel in dieser Liga auch immer benutzen. Ich habe noch keine Mannschaft hier gesehen, die gänzlich ohne lange Bälle ausgekommen ist. Das ist natürlich immer, hängt immer davon ab, wie der Gegner jetzt sicherlich auch attackiert, aber das gehört halt auch zur dritten Liga dazu, dass das die spielerische Qualität jetzt nicht so groß ist der Einzelmannschaften, dass hier permanent jede Mannschaft die andere irgendwo an der Wand spielt. Und wir müssen natürlich unsere Stärken sehen. Und, die liegt sicherlich nicht jetzt unbedingt im Moment in dem, dass wir jetzt alles spielerisch lösen können. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich auch den Kader größer umbauen. Und das ist eigentlich auch nicht das, was man sich wünscht, unbedingt. Wir haben gerade über spielerische Qualität gesprochen. In den Internetmedien ist oft zu lesen, und da macht der FCM auch schon selber Späße drüber, also die Spieler, dass der FCM in dieser Liga eine Gurkentruppe ist. Das wird mittlerweile sehr mit Stolz angenommen. Ich will das jetzt nicht bewerten, das Wort. Können Sie sich erklären, wo das so herkommt, Gurkentruppe? Ich denke, das ist eine Frage jetzt für den Nachgang. Ich würde jetzt sagen, wir schließen an der Stelle erstmal und können Sie dann gerne unter vier Augen noch klären. Ja? Okay, vielen Dank.